Me siento bastante nerviosa porque acabo de recibir un email de una amiga de mi madre, que a veces también tengo conversación porque mi madre todavía no sabe lo de email. Y voy a leer el mensaje original. Hallo Vano, sorry, ich kann dir nicht folgen. Du scheinst in einer Welt zu sein, die nicht real ist. Realität ist, dass deine Mutter alt ist und eventuell bald Hilfe braucht. Für das Haus, für ihre finanziellen Belange. Hierfür muss sie dann einen Vormund haben, auf den sie sich verlassen kann und der ihre Angelegenheiten nach ihren Vorstellungen regelt. Leider bist du nicht in der Lage dazu. Denn du bist krank und brauchst Hilfe. Solltest du nicht bereit sein, dir helfen zu lassen, wird deine Mutter einen Vormund vom Gericht eingesetzt bekommen und es kann dann sein, dass für dich nichts vom Erbe übrig bleibt. Du hast das Glück, eine Mutter zu haben, die sich um dich sorgt und dir auch noch ein Haus vererben könnte. Aber auch du hast Pflichten wie jeder Mensch auf dieser Welt. Das ist meine Meinung und ich meine es gut mit dir, denn du könntest auch meine Tochter sein. Grüße. Bueno, voy a leer el mensaje, el primer mensaje que yo escribí a ella primero, porque esto fue la respuesta de ella. Así que voy a leer el primer, die erste E-Mail, die ich ihr zuerst geschickt habe. Dieser Aufenthalt in Deutschland hat mich daran erinnert, wie sehr ich das Klima hier auf Gran Canaria schätze. Und mir ist eingefallen, dass mein Apartment sich eignet, um das berufliche Projekt von Cryptocurrency und Bitcoin zu verwirklichen. Denn wenn ich eine Tür einbaue, ja, das eignet sich das Apartment. Moment. Ja, von der Grammatik hätte ich das vielleicht zuerst schreiben können, aber okay, ich sag's nochmal andersrum. Wenn ich eine Tür einbaue, könnte das Apartment, eignet sich das Apartment, um dieses Projekt zu verwirklichen. Ich wollte halt zuerst das Schreiben mit Cryptocurrency und Bitcoin und dann erst das mit der Tür. Habe Mami gefragt, ob sie einverstanden ist, dass ich das auch in Deutschland mache, in dem Zimmer, wo du geschlafen hast, aber sie ist dagegen. Das heißt, noch ein weiterer Grund für Gran Canaria. Außerdem habe ich 3 Monate im Jahr, dass ich außerhalb von Spanien krankenversichert bin. Sonst muss ich extra eine Krankenversicherung abschließen. Und ich bevorzuge den Sommer, anstatt die Zeit im Februar wegzupissen. Piss away the time. Meine Mutter sagt, sie ist enttäuscht, dass ich jetzt nicht gleich schon wiederkomme, weil ich war ja gerade im Dezember, Januar 3 Monate dort, 3 Wochen dort, weil sie Lust hat, dies oder jenes zu tun. Und ich denke, dass der Beruf und die Gesundheit wichtiger ist als pure Lust. Sie hat erst vor kurzem einen Autounfall gehabt und hier auf Gran Canaria wohne ich sehr zentral, brauche kein Auto und außerdem eignet sich der Standpunkt deshalb noch besser für das Projekt, weil in Deutschland braucht man dort Auto. Und wie sollen die Leute dorthin kommen? Autofahren ist viel gefährlicher als Flugzeugfliegen und bei Eis und Schnee ist es doppelt und dreifach gefährlich. Außerdem muss ich jetzt zuerst mehrere Kostenvoranschläge bei Zahnärzten holen. Das kommt bestimmt günstiger als in Deutschland. Einladung zu meinem YouTube-Channel.